So, hallo, wir machen weiter mit der Story about your uncle, my uncle. Euer Onkel. Das letzte Mal haben wir das fünfte Dings in der Sternoase geholt. Und jetzt fehlt noch die Eishöhle, wo uns, glaube ich, noch jetzt drei fehlen müssten. Also die meisten. Ja, super cool. Das heißt, nachdem wir das auch nicht 3000 Mal spielen wollen, wollen wir nicht. Nein, glaubt mir, wir wollen das nicht. Nachdem wir das auch nicht 3000 Mal spielen wollen, weil das echt ein langes Level war, werde ich direkt den Guide nutzen, den es hier auf YouTube gibt. Ice Cave Collectible Guide. Also, das erste ist. Das ist die Stelle, wo. Ach was. Okay. Meinetwegen. Into the caves again, and now Meinetwegen. it was just me, alone in these cold, barren Ich halls hoffe of echt, wir ice. haben zumindest die But letzten Fred dann had been gefunden here, und die ersten and einfach now ausgelassen, I could feel it. sodass wir nicht alles nochmal I was spielen getting müssen. close. Something wasn't right. The Das grapple wäre mir. Wow, device's super energy gut. beam was somehow Das wäre mir ein reflected off Anliegen. of the ice, and I couldn't get a grip. I had to look for areas where the ice was not so thick. This was going to be a challenge. Ja, wirklich. Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. So. Go, go, go. Das war ein cooler Raum, so an sich. Ach, die waren jetzt auch alle zu Gold. Das ist ja auch irgendwie lustig. Das macht der Midas-Modus, falls jemand sich fragt, warum hier alles zu Gold wird, wenn ich es berühre. Das hatte Midas ja auch in der Sage. Diesen Fluch, dass alles Gold wird. Hätte ich mir auch dann denken können, dass es sowas ist. Aber schon trotzdem super lustig irgendwie. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mist. Und wie Bernd das Brot sagen würde. Mist. Machen wir das lieber ein bisschen auf. Sicher? Das war jetzt aber nicht so sicher. Jetzt ecke ich da doch wieder an. Und der reicht nicht. Ich drehe durch. Oh, ich habe noch einen. Komm schon, jetzt aber drauf landen. Dankeschön. Ui, das war knapp. Das wäre fast schief gegangen. Aber glücklicherweise. Nein! Nein, 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 nein. Glücklicherweise nur fast. Wollte ich nicht. Wollte ich wirklich nicht. Das ist jetzt nur meiner Ungeduld geschuldet, dass das hier nichts wird. Ich könnte ja auch wirklich schön weit nach oben gehen. Und dann von da aus immer weiter. Das wäre halt viel schlauer. Dann habe ich da halt auch gute Möglichkeiten, wenn ich mal anecke. So. Da ganz gut rüber zu kommen. Da sind wir auch schon. So, gab es jetzt ein Speicherdings?
So ein Checkpoint wäre ganz cool. Bevor ich das hier auslöse, nämlich. Da ist er. So, denn jetzt... Man hört es auch nicht, ne? Nee. Ach ja. Wer soll das denn finden? Gut. So, bevor wir das jetzt hier aber auslösen... Video. Nicht, dass ich den nächsten dann schon überspringe. Jetzt haben wir 3 von 5. 2 fehlen noch. Ich hoffe, sie kommen als erstes und nicht als letztes. Ich hoffe, dass wir die letzten wenigstens gefunden haben. Das wäre ganz schön. Also, das Video springt jetzt zu 4:35. Also, das ist noch ein ganzes Stück, was wir danach spielen müssen. Toll. Nein, das habe ich nicht. Glaube ich nicht. Wo ist denn das? Wo ist das denn ungefähr? Ach Gott. Hier in die Höhle. Ach, da oben rum, wenn es da... Ah, wenn ich bei dem Roten runterfalle. Okay. Okay, dann falle ich hier bei dem Roten runter. Und dann geht's darüber. Okay, soweit. Und da dann runter. An der Ecke. Nee, da auch noch nicht runter. Da geht's erst noch rüber. Das spielen wir also auch noch. Bei dem Checkpoint da. Oder geht der auch noch? Ah ja, bei dem Checkpoint. Oh mein Gott, Alter. Okay. Gut. Das heißt, jetzt müssen wir ein ganzes Stück spielen. When I drained the crystal, I suddenly felt the earth starting to move beneath my feet. Der Kristall ist gold geworden. My mind wandered back to how the strays might have used the crystals as a source of power to keep their cities afloat. I decided it was best to hurry back the way I came before this whole room came apart. Oh. Das lief ja nicht so gut. Einmal hier drauf, bitte. Danke. So ist das schon besser. Jetzt einmal die Rakete und wir landen nirgends. Das ist Ungeduld immer. Interessant, dass der noch da ist. Das heißt ja dann, manche Blöcke bleiben einfach da. Oder? Nein, der fällt genauso. Fällt genauso runter. Oh shit. Ach, ich dachte, ich auch noch. Ach, Kacke, Mann. Nee, der ist genauso runtergefallen. Wahrscheinlich kommen die nur teilweise wieder und es sind die gleichen Blöcke, die laden sich wieder rein oder so. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir jetzt vorstellen, keine Ahnung. Mehr lustig. Irgendwie so ein bisschen. Ja, die kommen von oben wieder runter. Da oben war ich nie. Das haut jetzt übrigens nicht hin. Hätte mich auch gewundert. Kennt ihr das, wenn man sich im Nachhinein schlimmer anstellt als im Let's Play selbst? Nee, ich auch nicht. Kacke.
im Nachhinein viel ungeduldiger ist. Oder so. Wieso reicht das denn jetzt nicht? Mist. Ich hab gehofft, das reicht. Blöd. Oh, du bist doch... Der hättest doch den noch grabben können, Mann. So weit war der doch jetzt auch nicht weg. Ganz im Ernst. Scheiße. Das reicht nicht. Der eckt an. Er eckt wieder an. Ach, Kacke. Ich muss noch genug andere Stellen spielen. Das kann jetzt nicht hier ewig dauern. Das ist nicht gut. Wenn das jetzt hier schon ewig dauert. Gehen wir halt mal schön weit hoch. Dann habe ich vielleicht mehr Möglichkeiten. Okay, das sieht gut aus. So, und jetzt noch einmal die Rakete. Holy shit, Mann. Holy shit. Oh nein, alles stürzt hinunter. So, jetzt müssen wir aber echt ein ganzes Stück spielen. Oh je, oh je, oh je, oh je. The crystals also reflected the grapple beam. But nein, echt. As they did, they seemed to recharge the grappling device. Na, super. Ach ja, ich habe ja die Rakete. Raketenschuhe vergessen. GG. Die scheint man dafür definitiv zu brauchen. Cool. Hat gut funktioniert. Komme ich nicht gleich vielleicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Da kann ich halt nirgends ran, ne? Kacke. Kacke. Müll. Da auf dem Ding nochmal zwischenlanden, aber wie kam ich da hin? Da auf dem Ding, da müsste ich irgendwie nochmal drauf kommen. Ach, da drauf. Ah, da kann ich. Da ist sogar ein Checkpoint. Ja, wow. Guten Morgen.
Da konnte ich mal wieder grabben. Ich hoffe, das war hier richtig. Ich glaube aber ja. Nein, ich hab den ja jetzt nicht mehr zum... Cool. Kommen wir auch gleich darüber. Können wir nicht. Interessant. Dachte, das reicht vielleicht. Ei. Nicht ran, oder? Oh doch. Oh bitte, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht anecken. Nein, ich hasse dich. Müll. Müll, Müll, Müll. Da liegt das vielleicht an der Maus, dass ich jetzt besser spiele? Kein Kommentar. Eigentlich ist das doch direkt da oben, oder? Komm ich da nicht sofort hin? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Schade. Den Raketendings brauche ich ja schon an der Stelle. Jetzt sieht das doch schon viel besser aus. Nice. Ich bin so doof. Sehr schön. Das ging doch jetzt hier gleich drüben. Da war doch jetzt gleich der nächste Checkpoint irgendwo. So weit war das doch gar nicht. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Den kann ich anvisieren, aber jetzt habe ich das Problem, dass ich nichts mehr habe. Oh, vielleicht kann ich da landen. Ja, nice. Dann haben wir uns ein bisschen hochgemogelt. Aber das ist voll okay. Wie gesagt, hier müssen wir sowieso hin. Ach Gott. Ich kann nur weiterhin hoffen, dass wir nicht das ganze Eisding nochmal spielen müssen. Sondern wir dann wirklich gleich... Ach komm schon. Dein Ernst? Danke. Sondern wir dann gleich... So, jetzt kommt der rote Dings, wo ich gesagt habe, da fällt man runter. Genau. Jetzt sind wir gleich da. Sondern wir dann tatsächlich noch das nächste auch gleich finden. Nicht finden, sondern dass wir da halt gleich hinkommen. Und wir nicht erst noch
Ups. So. War das jetzt hier? Nee, eins noch weiter. Eins muss ich noch weiter. Ach ja, genau. Hier war's. Reicht nicht. Natürlich reicht's nicht. Wo falle ich am besten runter? Ist egal wo. Hier ist es jedenfalls. 4 von 5. Herzlichen Glückwunsch und ich gucke wieder ins Video. Bitte lass es das nächste gleich sein. Oh Gott, ey. Ach, das nächste ist bei 9:35 und wir waren hier erst bei 4:35. Oh, scheiße, der im Video hat schon 5 Minuten gespielt. Und der ist schnell. Und das wird wahrscheinlich eher eins sein, was wir haben schon. Habe ich das? Ich fürchte ja. Oder? Das müsste ich haben, wenn ich, also wenn ich das nicht habe, dann bin ich ziemlich dumm. I found another one of Fred's campsite. Notice it. Scheiße. Was ist das vierte? Okay, das habe ich. Ach, Kacke. Das ist das, was ich nicht habe. Das ist aber erst nach dem Ganzen. Ach, nee. He had left some tools behind that I could use to repair my boots. Da ist das. Also, das ist nach der Stelle, wo man die Stiefel wieder zurückbekommen hat. Und wir haben sie ja noch nicht mal verloren. Hurra. Gut. Damit wird der Part etwas länger. Hops. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, sowas wie... Keine Ahnung, sowas wie Zeitmodus dann hier innerhalb dieses Bereichs... Bin ich jetzt nicht so... Oder sowas wie die Höhle schaffen mit... gerade mal 45... solchen Dingern hier und keine Ahnung, ich sowas. Sowas werde ich eher nicht schaffen. Also die Achievements für A Story About My Uncle, ich glaube, die knicken wir einfach. Ganz vorsichtig. Ich habe kein Dings mehr, ne? Super gut, ich bin so doof. Nein, jetzt wäre ich da so schnell rübergekommen. Und jetzt bin ich wieder hier stattdessen. Ah, weil ich alles in einem Schwupps gemacht habe. Kacke. Ja, also weil das funktioniert halt nicht. Was? Willst du mich verarschen? Was war das denn? Alter. Hier muss doch irgendwo der nächste Checkpoint gewesen sein. Den ich gerade glorreich verpasst habe. Ja, toll. Ach, nein, 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 da. Hier war schon falsch. Hier noch nicht die Rakete. Hier ist schlecht. Hier Rakete ist ganz schlechte Idee. Brauchen wir nachher noch. Das weiß ich noch. Cool. So. Zack. Zack, dann hier aufladen. Dann darüber. Dann darüber. Das war so ein blöder Sprung damals. Den habe ich so oft verhauen. So, sicher ist sicher. Okay, super.
Ach, jetzt kam der ganze Kram. Komm ich in einem Stück hin? Wahrscheinlich nicht. Ah, nice. Jetzt habe ich allerdings die Rakete nicht mehr. Wird schon hinhauen. Hahaha. Als ob. Als ob! Kacke. Was? Warum? Aber da drüben verlieren wir dann auch schon die Dings. Das war jetzt nicht so smart. So gar nicht. Jetzt aber. Perfekt. Ja, wenn wir hier das geschafft haben, dann füllen wir da drüben die Stiefel. Dann kommt der Abschnitt hier in der Höhle, dann kommen wir da oben raus. Und da, da sieht man sogar schon die Fläche. Da ist es. Da ist das Ding. Da muss man von da oben runterfallen. Jetzt muss ich nur, wie gesagt, erst durch den ganzen Höhlenabschnitt nochmal durch. Ich freue mich darauf genauso sehr wie ihr. Ach, scheiße. Ja, jetzt verlieren wir erstmal die Boots. Das ist schon ein sehr hoher Sprung. Paff und kaputt. I landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Ach Mann! Ich will doch hier jetzt schneller durch. Nicht so lange brauchen für alles. Mann! Nein, jetzt habe ich den zweiten schon. Kann ich hier zwischenlanden? Das haut nie im Leben hin. Natürlich nicht. Warum sollte es auch? So. Besser. Und wir sind in der Höhle. Hurra. Es wird Zeit, die Höhle zu vergolden. Es wird Zeit, die Höhle zu vergolden, wollte ich sagen. Und dann war es vorbei. Ich sollte nicht ungeduldig werden, das bringt nichts. So. So. Kacke. Was? Ach toll. Was habe ich gerade gesagt wegen ungeduldig werden? Ich habe schon wieder vergessen. So. Besser. Dann einmal hier drauf. Dann einmal da rüber. Dann einmal hier drauf. Gut. Das mache ich jetzt aber wirklich schrittweise. Keine Lust, hier nochmal runter zu segeln. Beim besten Willen nicht. Sehr schön. Eieiei. Ach nee. Hier geht's ja hoch.
Fuck yes. So. So. So, jetzt kommen wir in den oberen Abschnitt. Gleich zumindest wären wir hingekommen. So. Da, die Zunge können wir auch nochmal. Die Eiszunge. Eiszunge. So. Alles noch ein bisschen vergolden. Sieht das hübscher aus. Also eigentlich nicht. Aber egal. Lustige Idee auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Sehr lustige Idee. So. Und der letzte Abschnitt. Da war's. Cool. Nicht so cool. Pling. Ei, schaffen wir es noch vor 45 Sekunden, Minuten? Ich hoffe doch. Eigentlich ist es ja, jetzt ist es ja echt nicht mehr so weit. Jetzt ist es ja echt nicht mehr so weit. Jetzt müsste ich schon ein ziemlicher Idiot sein, um das zu verkacken. Darüber noch, ja. Geronimo! Was? Oh, ich da. Oh nein! Was? Jetzt startet man hier? Ach, komm schon. Ich hätte nicht gedacht, dass man genau durch die Lücke nochmal fallen kann. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Wo bin ich denn da jetzt durchgefahren? Ah, okay. Ich hätte gedacht, wenn man hier oben ist, ist man wirklich hier oben. Aber offensichtlich nicht. So. Perfekt. Jetzt sind wir oben. Hey, der Witzke, Herr Kapitän. Ja gut, zum Glück war da ein Speicher. Jetzt sind wir noch mal einen Abschnitt weiter oben. Ach stimmt, das gab's ja auch noch hier. Ging ja noch weiter. Ich vergaß. Oh, das ist okay. So. Alles nicht ganz so schlimm. Okay. Sehr schön. Nein! Ach, da war doch ein Speicherdings, Mann. Thank you.
So ein Müll. So ein Müll. Ganz im Ernst. Okay, wenigstens den habe ich nochmal erwischt. Das wird jetzt allerdings nicht funktionieren. Doch. So, wo war das Speicherding da oben, ne? Alter, jetzt verkack das nicht nochmal, Junge. Sonst bist du wirklich bei 45. Ja, danke. Bist du wirklich bei 45 Minuten. Erst am Dings. Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Oh, wir haben's! Wir sind draußen und das da drüben, das haben wir, ne? Also wenn ich das nicht habe, dann weiß ich auch nicht. Ja. Oh, wir sind draußen. I found another one ja, campsite, das interessiert mich jetzt noch noticeably nicht. Newer than the others. The fire was Lauf! Still smoldering, los! And I could faintly wir haben's geschafft, the smell wir sind of da. The aftershave he always used. I so, referiert ein Mist. I could feel it. Und raus. He had left some tools behind that I could use to repair my boots. That should do wir it. Haben es. Good as new. Ich fasse es nicht. So, wie gesagt, hier drüben, das war der Abschnitt, wo wir rein sind. Von hier drüben haben wir das halt schon gesehen, so ein bisschen. Wurde das angeteasert. Da ist es. Ja, das war klar. Das war mir schon klar, dass das nicht funktioniert. Das habe ich von vornherein gewusst. Hui. Also nicht ganz 45 Minuten. Oh Mann. So, dann hier besser runterfallen lassen. Oder irgendwo hier? Ja, perfekt. Alter, wie soll man das denn finden? Ganz im Ernst, wenn man das nicht weiß. Ach, haben wir alle. Ah, so. Was tut jetzt der lustige Akrobatikmodus? Bei Powersprüngen, Weitsprüngen und Schüben machst du einen Salto. Gib mir Salto. Ja, das wird auch zum Spielen super gut sein. Ja, natürlich. Das spielt sich natürlich... Ja, das ist dann... Mhm. Das ist dann praktisch der Hardcore-Mode. Ja. Das sieht cool aus. Aber what the fuck, wer sollte da noch steuern können? Ei... Ja, mhm. Mhm. Kann ich alles steuern? So, ja, ist kein Problem. Damit kriegt er nicht mal mehr die erste Stage hin. Alter, okay, interessant. Puh. So, wir können jetzt gerne nochmal die Steam Achievements durchgehen. Aber ich glaube, da ist nichts, was ich noch schaffen könnte. Wir haben 3 von 15. So unfassbar. Uns fehlt... Ach doch, das eine würde ich gerne finden. Aber das muss ich auch nachschauen, glaube ich. Beende Heiligtum mit weniger als 23 Griffen. Beende Dorf mit weniger als 20 Griffen. Beende Abgründe mit weniger als 34 Griffen. Beende Sternoase mit weniger als 55 Griffen. Beende Eishöhle mit weniger als 115 Griffen. Wenn ihr es tun konnte, konnte ich das auch tun. Der Boden ist Lava oder nun ja Eis. Keine Ahnung, wo es dieses Achievement gibt. Das muss ein spezieller Weg sein, den unser Onkel gegangen ist. Wo man dann nicht das Eis berührt hat oder so. Keine Ahnung.
Das ist Gold, Maddie Gold, verdiene Goldmedaillen auf allen Zeitstrecken. Ja. Heiligtum, perfekter Lauf. Beende Heiligtum ohne zu scheitern. Beende Dorf ohne zu scheitern. Beende Abgründe ohne zu scheitern. Beende Sternoase ohne zu scheitern. Beende Heißhöhle ohne zu scheitern. Ich habe keinen Plan, wie man das schaffen soll. Also wirklich nicht. Und selbst, also ich weiß nicht, Heiligtum, Gold auf allen, ich weiß ja gar nicht, wie viel Gold ist, aber das wird niemals funktionieren. Ach, aber man hat dann alles, ja? Okay, das ist wieder interessant. Also in den letzteren, in den hinteren natürlich nicht mehr, aber... okay, man hat nicht alles. Ich kann nicht... Oh, ich dachte, ich habe das jetzt, aber das sah nur so aus. Ja, schade. Es hat nur so gewirkt, weil der Ring leuchtet, aber der ist gar nicht... Der ist gar nicht echt. Der ist fake. Der Modus ist natürlich noch an. Ja, ist schon recht. Dann lieber wieder den. Aber es ist... Ah, es ist gar nicht. Schade, das wäre cool gewesen, wenn man durch die alten Stages dann nochmal richtig mit allem... Ah, das ist jetzt schade, das ärgert mich. Weil ich es gedacht habe, aber das ist wahrscheinlich nur ein Grafikbug jetzt. Jetzt ist es auch aus. Ja, jetzt ist es auch aus. Das Leuchtding. Okay, also nein, danke. Das, nein. Nein, einfach nein. Dieses, der Boden ist Lava, wie gesagt, das ist wahrscheinlich irgendeine Strecke, die man noch extra zusätzlich gehen kann. Aber, nein. Das schaffen wir alles nicht. Oh, ich wollte das Spiel nicht beenden, aber egal, das, eigentlich wollte ich schon. Ich wollte eigentlich erst das Video beenden und dann das Spiel. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Wir haben alles geholt, alles Freischaltbares, bis auf halt den ganzen anderen Kram. Ich hoffe, das war soweit okay. Ah. Der Minas-Modus, den fand ich am coolsten von den freischaltbaren Sachen. Der Akrobatik-Modus ist lustig anzusehen, aber spielen kann man damit nicht mehr. Danke fürs Zuschauen. Damit würde ich sagen, beenden wir wirklich A Story About My Uncle. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das alles zusammenschneide. Hurra! Tschüss!